Okay, wunderbar. Dann darf ich Sie ganz herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dem zweiten Teil dieser Session Zukunft. Sie ist als Wiederholung angekündigt, sie ist aber keine Wiederholung. Wir haben im ersten Teil über Open Standards und Richtlinien diskutiert, also alles all das, was die Normung umgibt, haben diskutiert, wie die Normung zukunftsfähige und tragfähige Lösungen finden kann, um zum Beispiel mit Open Standards und Richtlinien umzugehen. Diese Session werden wir uns mit dem großen Themenbereich Digitalisierung nochmal beschäftigen und werden dann aber relativ schnell den Themenbereich internationaler Wettbewerb und wo befindet sich die deutsche Normung im internationalen Wettbewerb diskutieren. Mein Name ist Johannes Koch, ich arbeite bei der DKE, bin in der Normung tätig und auch an strategischen Fragen der Normung und Normungspolitik und freue mich sehr, Sie heute hier durch diesen zweiten Teil der Session zu führen. Und ich darf Ihnen ganz besonders unser Panel vorstellen und fange an mit Herrn Dr. Thomas Zielke. Herr Zielke leitet im Bundeswirtschaftsministerium das Referat Grundsatzfragen der Normungs- und Patentpolitik, war vorher für 5 Jahre für BDI und DIHK in Washington tätig für das Verbindungsbüro und war davor viele Jahre im BMWI wiederum im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation in leitender Funktion tätig. Herr Zielke studierte Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft in Bonn und hat in Tübingen promoviert. Und wir haben im Vorfeld jeden Panelisten abgefragt, wie er die Zukunft der Normung einschätzt. Und zur Zukunft der Normung meint Herr Zielke: Die Normung von morgen kann nicht die Normung von heute sein, sondern sie wird den Stand der Technik zukünftig viel mehr in Echtzeit mitgestalten und ihre Dienstleistungen daran ausrichten. Der Bund will die Normung dabei national und international weiter unterstützen, denn sie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wettbewerbsfähigkeit. Herzlich willkommen, Herr Zielke. Dann darf ich vorstellen Herrn Dr. Jochen Friedrich. Herr Jochen Friedrich leitet bei IBM die Abteilung für technische Regulierung und Standardisierung in Europa. In diesem Rahmen arbeitet er nicht nur an strategischen Fragen in nationalen, europäischen und internationalen Normungsorganisationen, sondern begleitet auch Open-Source-Entwicklungen. Herr Friedrich ist in verschiedenen Organisationen und Arbeitsgruppen aktiv, im Beraterkreis der DKE, Mitglied im ETSI-Board und in verschiedenen Strategiegruppen und ist auch bei Bitkom für den Arbeitskreis Standardisierung zuständig. Also Herr Friedrich ist sicherlich prädestiniert für dieses Panel und hat uns bereits Einblicke ins Thema Open Standardization gegeben, wird aber sich weiterhin an der Diskussion beteiligen zur Zukunft der Normung. Herzlich willkommen, Herr Friedrich. Und ich darf natürlich nicht das Statement von Herrn Friedrich vergessen, das habe ich jetzt übergangen. Ich hab mich gewundert, ja. Sie haben sich schon gewundert, waren schon zögerlich. Herr Friedrich meint zur Zukunft der Normung: Offene Technologien sind entscheidend für Interoperabilität und garantieren dem Kunden eine Wahl auf der Basis von Vertrauen. Open Source hat sich auch im Zusammenhang von Normung und Standardisierung als wichtiges Entwicklungsmodell etabliert und Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den für sie richtigen Weg in der Nutzung von Open Source gemeinsam mit offenen Standards zu finden. Das haben wir eben auch schon genauso diskutiert und wir freuen uns, dass Sie weiterhin hier der Gast sind.
Dann darf ich vorstellen Herrn Dieter Westerkamp. Herr Westerkamp studierte Elektrotechnik an der Uni Hannover und war dann in verschiedenen Positionen in der Industrie tätig. Seit 1998 ist Herr Westerkamp beim Verein Deutscher Ingenieure, VDI, tätig und war dort viele Jahre Geschäftsführer der VDI, VDE, Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik, GmbH. Seit 2014 ist Dieter Westerkamp Mitglied der VDI-Geschäftsleitung und leitet dort den Bereich Technik und Gesellschaft. Und Herr Westerkamp meint, bei aller Digitalisierung werden technische Regeln auch in Zukunft von Menschen gemacht. Herr Westerkamp, herzlich willkommen zurück. Dann darf ich Ihnen vorstellen Herrn Markus Reigel. Herr Reigel ist studierter Elektroingenieur und seit vielen Jahren bei Siemens in der technischen und strategischen Funktion tätig. Heute leitet er die Abteilung im Konzern, die sich mit Standardisierung und Regulierung, aber auch Produktsicherheit und Konformität beschäftigt. Herr Reigel bekleidet verschiedene Ämter in Verbänden und Organisationen, im BDI, ZVI, bei IEC und natürlich dann auch bei DIN und DKE. Und zur Zukunft der Normung meint Herr Reigel: Die Normung der Zukunft wird in weiten Bereichen die agilen Arbeitskulturen der IT-Welt annehmen und dadurch rasch und flexibel anwendungstaugliche Arbeitsergebnisse bereitstellen. Der damit einhergehende Schwund an Kohärenz muss auf der Anwenderseite durch ebenso agile Design- und Engineering-Leistung kompensiert werden. Herzlich willkommen, Herr Reigel. Zurück auf der Bühne. Und last but not least, Herr Kevin Benisch. Mein Sender verloren. Herr Benisch hat in Gießen Elektrotechnik studiert und mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Nach dem Studium war Kevin Benisch für viele Jahre für ABB tätig und arbeitete später an der globalen Entwicklung und Normung von sicheren Robotersteuerungen. 2010 kam Herr Benisch zur DKE und war zunächst für die europäische und internationale Arbeit der DKE zuständig. Seit 2017 ist er Mitglied der DKE-Geschäftsführung und Bereichsleiter Technology und somit Herr über alle Normen und verantwortlich für alle technischen Abteilungen innerhalb der DKE. Und zur Zukunft der Normung meint Kevin Benisch: Normung wird auch zukünftig das geeignete Mittel der technischen Regelsetzung sein, um den allgemein anerkannten Stand der Technik festzulegen und eine Grundlage für eine erfolgreiche Deregulierung in modernen Staaten darzustellen, um somit sichere Produkte für den Verbraucher zu gewährleisten und eine zuverlässige physische und digitale Infrastruktur zu erreichen. Standardisierung wird das geeignete Mittel sein, um für neue Technologien eine funktionierende Interoperabilität festzulegen, schnell auf Marktbedürfnisse agieren zu können und als Werkzeug im B2B-Geschäft zu fungieren. Herzlich willkommen, Kevin Benisch. So, und da wir uns im ersten Teil der Session ein wenig verquatscht haben, wenn man so will, hinken wir dem Zeitplan ein wenig hinterher. Das macht aber gar nichts, weil wir haben ja insgesamt 3 Stunden Zeit für diese Diskussion und sind gerade bei der Hälfte angekommen. Wir wollen zunächst den Bereich Digitalisierung nochmal adressieren. Das Thema schwingt ja in allen Diskussionen mit, auch eben sicherlich. Offensichtlich stellt ja auch der digitale Wandel die Normung und deren Organisation vor Herausforderungen. Und Herr Reigel wird uns dazu einen Input geben können, wird die verschiedenen Domänen beschreiben, die immer durchlässiger werden, Stichwort Internet der Dinge, und was die Normung im Endeffekt dazu leisten kann. Herr Reigel. Schönen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Koch und liebe Teilnehmer. In meinem Beitrag würde ich ganz gerne ein bisschen auf diese häufig im Kontext mit der Zukunft der Normung adressierte Frage Vollkonsens, Normungsorganisationen versus Foren und Konsortien, die mit limitiertem Konsensus operieren und völlig andere Publikations- und Veröffentlichungsformen haben, wie wir in der ersten Session gelernt haben, genauer eingehen und dabei
Zunächst nochmal, ohne das irgendwie wettbewerblich zu betrachten oder etwa so eine Dichotomie da zu konstruieren, die es nach unserem Dafürhalten gar nicht gibt. Wir können mit der Koexistenz, wenn wir sie kollaborativ ausgestalten, ohne weiteres leben, wie Sie gleich sehen werden. Aber ich möchte das ein bisschen daran anknüpfen, warum überhaupt zunehmend industrielle Infrastruktur relevante normative Inhalte in solchen Foren und Konsortien erarbeitet werden. Und dafür hilft meiner Meinung nach schon so ein bisschen der Blick nochmal anknüpfend an die Vorträge der Keynotes, die wir heute Morgen gehört haben, der Blick auf das, was wir eigentlich meinen, wenn wir sagen All Electric Society. Wir meinen damit, dass wir die bisher voneinander getrennten Gewerke innerhalb von Domänen, also etwa Heizung, Lüftung, Klima und Elektroinstallation und Intrusionsschutz, Sicherheit innerhalb eines Gebäudes stärker miteinander verknüpfen, sowie auch zwischen den Domänen, zwischen den Sektoren eine Kopplung herstellen, und zwar nicht nur energietechnisch, was im Kontext mit Sektorkopplung häufig gemeint wird, sondern eben auch informationstechnisch, bedeutungsvoll informationstechnisch. Wie haben wir das früher gemacht? So wie ich es noch gelernt habe in meiner Ausbildung, den späten 80er Jahren und den 90ern dann als Ingenieur in der Systementwicklung. Naja, man hat mehr oder weniger die unterschiedlichen Subsysteme, Systeme, Gewerke oder auch heute würde man sagen Domänen, wie sie hier angedeutet sind, point to point miteinander verbunden. Das waren immer mehr oder weniger protokollorientierte Peer-to-Peer-Verbindungen, selbst wenn eine Vermittlung oder ein Routing dazwischen stattfand, mehr oder weniger ging es da immer nur um die Übertragung von Zeichenketten. Wenn Sie das tun würden, auch heute noch, dann kriegen Sie auf jeden Fall kein holistisch funktionsfähiges System, das wir brauchen für diese Vision der All-Electric Society, der Smart City, des Smart Buildings, der Smart Infrastructure. Also das ist old-fashioned, so haben wir es mal gelernt. Über viele Jahre hat es auch funktioniert. Für die All-Electric Society wird das nicht mehr gehen. Aber das muss es ja auch nicht, denn wir haben ja Technologien aus der Web, aus der Internetwelt zur Verfügung, die uns helfen, diese Barriere zu durchbrechen. Und zwar aus der historischen Entwicklung heraus, kann man jetzt abkürzen, kennen Sie alles, vom Internet, also der verbindungslosen, paketorientierten, resilienten Informations- und Kommunikationstechnik über das World Wide Web mit den XML- und HTML-Strukturen für die Man-Machine-Interfaces, über das Web 2.0, mit dem wir täglich umgehen, bis eben in naher Zukunft, auch heute schon in Ansätzen vorhanden, dem, wie wir es bezeichnen, bei meinem Arbeitgeber Siemens, dem Web of Systems oder Web of Things, wie Sie es bezeichnen, ist jetzt mal egal. Heute früh bei Herrn Professor Feld, erinnere ich mich, war mal die Rede von Web of Services. Also im Grunde eine Vernetzung, aber eben nicht mehr nur um Zeichenketten zu übertragen zwischen zwei Entitäten, sondern um durchaus da drin in diesem Web of Systems auch Mehrwertdienste anzubieten, die tatsächlich ingenieurmäßige Funktionen ausüben, also Softwareagenten, die von einer Semantik in die andere übersetzen oder algorithmische Funktionen realisieren mit Hilfe hochperformanter datenanalytischer Methoden und dergleichen mehr. Dieses Bild Web of Systems, was Sie da rechts sehen, finden Sie jetzt hier gleich wieder, denn es ist die Antwort auf diese nicht mehr zeitgemäße Point-to-Point Stovepipe-Technologie, nämlich die Vernetzung eben über exakt dieses Web of Systems, mit dessen Hilfe Sie dann tatsächlich holistische Systeme bauen können, die eben nicht nur Zeichenketten symbolisch, informationstechnisch miteinander verbunden sind, sondern tatsächlich auch als intelligente Systeme miteinander bedeutungsvolle Wissensbestände austauschen können und auf die Weise eben auch untereinander Prozesse ausverhandeln können als
artifizielle Entitäten als Maschinen, die ansonsten einer menschlichen Engineering-Kompetenz oder Intelligenz anheimgestellt werden müssten. Und nur so werden Full Electric Society-Visionen Wirklichkeit. Und wenn Sie jetzt mal fragen, wir sind ja hier bei der Normung, bei der Standardisierung, oder vielmehr, wenn Sie die Leute fragen, die solche Systeme wirklich in der Realität engineeren, bauen und realisieren, dann werden Sie häufig so eine Antwort erhalten, die lautet, ja gut, für das, was da mittendrin ist, für diese Klebstoffstandards, die man da braucht, ist eigentlich vieles schon vorhanden. Es gibt dann so eine Daumenregel, die lautet so, 80% ist schon da. Das kann man einfach aus dem Regal ziehen, aus den Schubladen der Normungsorganisationen. Und wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, stellt man fest, also vielleicht 20% in der Tat fehlen und müssen als Standards einfach noch dazu entwickelt werden, weil sie im Repository nicht vorhanden sind. Und wenn Sie mal so insgesamt, die Informationstechniker unter Ihnen werden das kennen, hier das Bild von Herrn Professor Walster von der Deutschen Forschungsanstalt für Künstliche Intelligenz schauen, dann sehen Sie eben gespiegelt an dem ISO-OSI 7-Schichten-Modell auch die typischerweise dort auftretenden Organisationen, die solche Standards dafür jeweils erarbeiten und veröffentlichen auf der rechten Hand und auf der rechten Seite der Folie. Und Sie sehen dann auch bei der Weiterführung der Frage, ja, was sind denn nun die fehlenden 20%? Wo fehlen die denn? Was ist denn das konkret? Dann sehen Sie in der Regel die Antwort, die hier eingekreist ist, nämlich einerseits fehlt es bei den Standards ganz nah an der Physik, also Kommunikationsstandards, drahtgebunden, drahtlos, der unterschiedlichsten Art, unterschiedlichsten Performance, Schmalband, effizient, Breitband, schnell, hochperformant, kleine Latenzzeiten, minimaler Jitter oder auch 30 Jahre Batterielebensdauer. All diese Dinge werden dort auf der Ebene Schicht 1 und 2 zu realisieren sein. Und in der Tat fehlt da noch ein bisschen was. Und wir wissen auch, dass bereits daran gearbeitet wird, wenn Sie etwa fünfte Generation Mobilfunk als Beispiel nehmen im 3GPP. Andererseits heißt es dann häufig, naja, auch bei diesen Schicht 8, also ganz oben Ebene, also der Applikationsebene, fehlen viele Standards, die insbesondere im Bereich, ich sage jetzt mal semantische Interoperabilität, wie vorher erwähnt und auch heute in den Keynote-Speeches in der Früh teilweise angezogen, etwa in der IEC 61850, wo es hieß, die Operating-Level-Standards passen semantisch nicht zu denen auf der Feldebene, obwohl sie beide in der IEC entwickelt wurden. Genau das sind die Probleme, mit denen man sich da rumschlägt, wie von Herrn, ich glaube, Heckler hieß er, von der Schneider Electric, heute Morgen richtig ausgeführt wurde. Und das ist häufig eben eine weitere Antwort. Wenn man fragt, welche 20% fehlen denn, heißt es, naja, da oben im Bereich industrieorientierte ontologische Semantiken und Standards eben für Logical Problem Solving oder solche Dinge, die sind schlechterdings lückenhaft. Ja, in welchen Standardisierungsorganisationen werden typischerweise solche Standards entwickelt? Einige davon waren auf dem vorigen Bild schon sichtbar. Vor ein paar Jahren, 2015 steht hier, hat man dann oft solche Sammlungen gemacht und die in diesen erschreckenden Bildern dann dargestellt, wo es immer so aussieht, als ob da so ein wilder Westenschwarm über einem herfallen würde, von den unterschiedlichsten Spezies der Standardisierungsclubs, Foren und Konsortien und Organisationen. Und in der Tat ist das auch ein bisschen unübersichtlich, aber nur so lange, wie man sich nicht ganz konkret auch da hineinbegibt mit Experten, um an den jeweiligen Projekten mitzuarbeiten, dann wird sehr schnell klar, was ist relevant, was ist weniger relevant und man findet dann etwa bei Siemens die 250 Größenordnung Projekte und Foren und Konsortien, bei denen die geschäftsrelevant sind und bei denen es sich lohnt, mitzuarbeiten. Nun, was ist jetzt der Unterschied zwischen den mehr institutionellen Normungsorganisationen, nennen wir sie mal ISO, IEC, ITU, SEN, SENELEC,
DIN, DKI und so weiter und diesen Foren und Konsortien. Naja, relativ simpel, die Institutions nenne ich sie, arbeiten grundsätzlich in Richtung eines Vollkonsens und auf der Basis der Arbeitsergebnisse, die dem kleinsten gemeinsamen Nenner entsprechen, Least Common Denominator. Und das sieht dann so aus, wie es hier symbolhaft gezeigt ist. Eine geordnete Komiteesitzung mit einem Convener, einem Chairman, der nach gut aufgeräumten und wohlfeil überlegten Regeln seine Projekte führt und zu qualitativ sehr guten Arbeitsergebnissen gelangt, die dann in Form etwa solcher Normen als ja eben Dokument oder PDF veröffentlicht werden. Wie sieht das aus bei den eher konsortial strukturierten Standardisierungsclubs, nenne ich sie mal? Da heißt es Minimum Konsensus und Running Code ist das Einzige, was zählt. Und in der Tat auch die Arbeitskulturen in diesen Organisationen sehen anders aus. Nämlich so, wie es auf diesem Bild hier gezeigt wird. Das ist bitteschön keine LAN-Party, auf denen irgendwelche Kiddies World of Warcraft ballern, sondern was Sie hier sehen, ist eine Standardisierungssitzung. Eine Sitzung, in der Experten, Kybernetiker, Informatiker, Ingenieure mit ihrer Hardware, mit ihrer Software sich zusammenfinden und an der Entwicklung und Perfektionierung von etwa Interoperabilitätsstandards arbeiten. Typische Plattformen, wo so etwas stattfindet, wären etwa OASIS oder auch W3C und viele andere, die wir vorher gesehen haben. Die Arbeitsergebnisse werden auch in der Regel nicht etwa als Papier oder als Lese-Textbook-PDF-mäßig veröffentlicht, sondern sie werden häufig als XML oder OWL, deshalb hier diese Eule, das ist das Symbol für die Web Ontology Language, Konventionen als Quellcode publiziert, beispielsweise im GitHub, heute früh von Herrn Dr. Friedrich schon mehrfach erwähnt, dann in der Regel auf der Basis Open Source nach Eclipse Foundation Lizenzbedingungen oder etwa ähnlichen veröffentlicht und stehen dann vom Tag 1 an, sobald die verabschiedet sind als RFCs, für die globale Nutzung auf Knopfdruck zur Verfügung. Und in der Tat passiert das auch so. Diese Arbeitskulturen sind wirklich unterschiedlich. Bei solchen Normungssitzungen, wie wir sie gewohnt sind, auf der linken Seite des Bildes, ja, da in beiden Fällen, ich will es jetzt mal nur ein bisschen auch metaphernartig beschreiben, wie groß die Unterschiede da sind. Da wird man manchmal als mitarbeitendes größeres Unternehmen gefragt, spendierst du mal ein Abendessen? Und da haben sie etwa hier eben in dem konventionellen Bereich irgendwann halt eine Restaurantrechnung mit der einen oder anderen Flasche Wein dabei, auch mit dem Datumsstempel 21.20 Uhr. Und gut ist, die bezahlen sie dann und fertig. Bei W3C im konkreten Beispiel habe ich das auch mal gemacht, ganz, ganz ähnlich. Da waren also etwa 50 Leute beieinander an der Universität in Lyon. Und haben dort an einem dieser Standards eben sehr intensiv in Form eben dieser dort gezeigten Plugfest-Exercises kollaboriert. Und hier erhielt ich dann eine Rechnung über 70 Kartons Pizza und 200 Dosen Energy Drinks. Und die Lieferung war um 23.16 Uhr. Und der letzte Release des Standards auf die GitHub-Repository erfolgte um 1.32 Uhr in der Nacht. Und am Tag drauf, beim Frühstück, war das schon mehr als 100 Mal weltweit runtergeladen, auf operative Systeme kompiliert, portiert, in Prototypen im Einsatz. Und es gab schon Rückmeldungen aus Japan, aus Südafrika, aus Argentinien. Super, läuft, die und die Sache könnte noch besser geklärt sein. Macht in die Richtung weiter. Das ist das Tempo und die Arbeitskultur und die Performance solcher Organisationen. Und für diesen Zweck ist sie auch richtig. Jetzt dürfen wir bloß nicht den Fehler machen, irgendwie das eine mit dem anderen zu verwechseln. Wir hatten es ja schon in der ersten Session heute. Es hängt eben vom Gegenstandsbereich, vom Einsatzzweck ab, was ich will. Wenn ich eine Sicherheitsnorm will für
hochfeste Schraubverbindungen, dann muss ich das so machen, wie das auf der linken Seite gezeigt ist. Und wenn ich flott einen Interoperabilitätsstandard brauche für ein Repräsentationsmodell einer Industrieverwaltungsschale, um Internet of Things Entitäten semantisch beschreiben zu können, dann mache ich das so, wie es auf der rechten Seite gezeigt ist. Und damit ist auch ein Teil der Antwort schon gegeben. Also welche Art von Standardisierungsorganisation oder Erarbeitungsmethode ich wähle, hängt natürlich davon ab, was ich will, um was es geht. Und hier vielleicht jetzt eine bisschen subjektive Einschätzung in diesem Legacy-Bereich, der hier wieder auf der linken Seite gezeigt ist, denken wir, dass sich dieser ganz normale, vollkonsensuale Erarbeitungsprozess für Normen ganz regulär auf dem bisherigen Niveau weiterentwickelt wird, weil es ohne das schlechterdings überhaupt nicht geht. Alles, was öffentliche Schutzziele anbelangt oder was einen breiteren Konsens erfordert, muss auf diese Weise erarbeitet werden, sonst können Sie es auch nicht in der Regulierung referenzieren und Sie haben dann auch keine ausreichend robuste Akzeptanz. Während für diesen Legacy-Bereich, da bin ich überzeugt, wird es auch zunehmend Unterstützungsstandards geben aus dieser stärker konsortial orientierten Kultur der Erarbeitung von Spezifikationen und Standards, beispielsweise für die digitale Kodifizierung von konventionellen Standards, also etwa das intelligente Tagging von XML-Ausgabeformaten einer konventionellen Norm, damit sie maschinell gelesen und auch semantisch richtig interpretiert werden kann, etwa durch eine AI-Maschine. Im Smart-Something-Bereich sieht das anders aus. Da finden heute schon, da denke ich, wird manchmal so ein bisschen drüber hinweggesehen, heute schon der größte Teil der Arbeiten in diesem Vernetzungs-Engineering kybernetischen Bereich in diesen Foren und Konsortien statt. Das ist überhaupt nicht verhinderbar, das passiert einfach. Die können Sie auch jetzt nicht irgendwie steuern oder kontrollieren, sondern das sind eben diese Grassroot-Movements, die einfach passieren. Und die kommen schnell zu brauchbaren Arbeitsergebnissen und deswegen sind sie für die Industrie, für die Wirtschaft relevant, weil sie auch sofort verwendet werden können. Und davon wird es künftig in diesem Smart-Something-Bereich, in diesem, wie auch immer Sie es nennen, Smart-City, Smart-Infrastructure, Industry 4.0, viel mehr noch geben. Mehr, größer, besser, noch intelligenter und auch immer komplexer. Und für diesen Smart-Something-Bereich wird sicherlich auch die konventionelle Methode der Erarbeitung von Normen weiterhin eine Rolle spielen, vielleicht sogar eine zunehmende Rolle. Etwa in der Erarbeitung von sogenannten Metastandards, die eher Frameworks und Engineering-Prinzipien beschreiben, die so mehr den Guidance-Charakter haben und erklären, wie etwa baust du dir aus welchen Standards sinnvollerweise ein Smart Building. Davon bin ich überzeugt, wird auch anteilig über die Zeit ansteigen. So ist mein Fazit und die Botschaft für die Diskussion. Es gibt kein Entweder-Oder. Die beiden Welten stehen nebeneinander, gleichberechtigt für jeweils unterschiedliche Einsatz- und Anwendungszwecke. Und es wird eher darauf ankommen, die beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Bisher sind sie sehr stark von, ich würde mal sagen, einer freundlichen gegenseitigen Ignoranz geprägt. Nicht immer, manchmal gibt es schon erfolgversprechende Kollaborationen, aber oft ist die andere Welt doch sehr fremd. Und ich denke, das ist die Herausforderung und ich weiß, dass sie bei DIN und DKE auch bereits angegangen wird. Diese Gateways zwischen den beiden Welten einfach durchlässig zu machen, die Systeme einander zu öffnen, ein besseres wechselseitiges Verständnis zu entwickeln und dadurch auch zu einer produktiveren Kollaboration zu gelangen, die wir heute noch nicht so haben, wie wir sie brauchen. Haben Sie schönen Dank. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Reigel, für diesen sehr schönen Überblick, der tatsächlich teilweise die Diskussion natürlich berührt, die wir im ersten Teil der Session haben. Was ich zu Beginn vergessen habe, das will ich kurz dazwischen schieben. Das soll eine interaktive Session sein. Dementsprechend stellen Sie gerne Fragen, beteiligen Sie sich an der Diskussion. Wir haben später nochmal eine Abstimmungsfrage, wo wir dann quasi ein Feedback aus diesem Plenum hier bekommen wollen, aber Sie sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen, einfach per Handzeichen, dann sehe ich das hoffentlich. Herr Reigel, Sie denken, dass in Zukunft die Wertschöpfung im digitalen Raum stattfindet. Das haben Sie erläutert und fordern Normen und Standards im Bereich der Systemintegration und eben Domänengrenzen, wie Sie sie schön beschrieben haben, zu überwinden. Das sind ja so eine Art Adaptive Standard, wenn man so will, die eben für die verschiedenen Bereiche einsetzbar sein sollen. Auf Ihren Folien war es ja schön zu sehen, Power Traffic, Healthcare, also ganz verschiedene Bereiche, die möglicherweise erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, auf den ersten Blick zumindest. Wie können wir das denn ganz konkret erreichen? Wie können wir aus unserem Normungs-Silo-Denken überhaupt rauskommen? Gibt es überhaupt den Experten in der Normung, der dieses umfassende Bild präsentieren kann und dieses Wissen hat über die verschiedenen Domänen? Ich glaube, den gibt es nicht. Auf die Frage war ich nicht wirklich vorbereitet, aber ich denke, es gibt den nicht. Auch das Domänenwissen ist natürlich in den unterschiedlichen Branchen und bei den Experten sehr heterogen verteilt. Mhm. Und ich bin der Auffassung, dass zwar grundsätzlich zutrifft, was heute früh in den Keynotes gesagt wurde, alles wird vernetzt, was vernetzbar ist und alles wird digitalisiert, was digitalisierbar ist, aber am Ende wird doch immer noch mal eine Vernunftserwägung im Vordergrund stehen müssen. Wie sinnvoll ist es denn nun wirklich, eine städtische Bushaltestelle und ihre Fahrplananzeige mit dem deutschen Wetterdienst zu verknüpfen. Das kann Use Cases geben, wo das sinnvoll erscheint. Und dann haben Sie in der Tat zwei unterschiedliche Domänen, die mit unterschiedlichen Semantiken etwa arbeiten, nämlich der Wetterdienst mit geologischen Begrifflichkeiten, Hochdruckgebiet oder ähnliches und so eine Anzeige an einer Bushaltestelle von mir aus, ich fantasiere jetzt wirklich mal mit einem Beispiel, hat eben reine Fahrplan-Semantiken auf der Platte und die beiden Systeme werden sich niemals automatisch miteinander unterhalten können, weil sie schlechterdings keine gemeinsame Sprache finden. Und genau da wird man dann eben spezifisch sagen müssen, ja, hier gibt es einen Use Case, da ist es rational, sinnvoll und mehrwertig, eine Konnektivität herzustellen. Und dann braucht man dafür eben auch eine standardisierte Semantik, die auf beiden Seiten richtig verstanden wird. Oder aber man verständigt sich eben auf Softwareagenten, die eben in dem System der Web of Services quasi im Hintergrund diese bedeutungsvollen Übersetzungsleistungen erbringen. Also die Bedarfe sind ja scheinbar da, die Notwendigkeit, domänenübergreifend zu arbeiten, sind ja da. Gibt es da andere Einschätzungen, wie man sich dem nähern kann zumindest? Vielleicht nicht lösen, aber wie man sich dem nähern kann. Gerne auch aus dem Publikum. Da hinten, wer hat das Mikro? Irgendjemand? Ah, da, direkt neben Ihnen. Also ich hätte gerne einen guten Vorschlag zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das passt sehr gut zusammen. Wetterbericht und die Abfahrtsdaten vom Bus. Bei schlechterem Wetter fährt der Bus häufiger. Wäre sicher eine super Geschichte und das kann man gut miteinander vernetzen. Also von daher, wenn man lang genug überlegt, und das ist, denke ich, das Thema mit dem Vernetzen. Man kann alles miteinander vernetzen, man muss nur lang genug darüber nachdenken. Wobei, ich bin ganz bei Ihnen, ich darf nicht alles nur auf das Neue und das Vernetzen betrachten, weil ich muss nachher trotzdem noch für ordentliche Standards für den Bus sorgen und dann brauche ich dann wieder meine konsensuale Standardisierung, sonst fährt der Bus irgendwann nicht mehr, sonst steht da zwar alles schön interoperabel und toll und digitalisiert da, aber der Bus fährt nicht mehr, weil ich keinen funktionierenden Bus mehr habe. Also wir müssen sehr gut entscheiden, wo ist der Wert dieser Konsensnormung und wo
brauche ich tatsächlich dieses Zusammenwachsen, weil genau dort wird natürlich der Profit in der Zukunft gemacht. Und stellen muss, also wer mal irgendwann mit Bussen gefahren ist, das wäre doch eine tolle Sache, wenn bei Regenwetter der Bus einfach häufiger fährt, weil dann habe ich es eiliger, in einen trockenen Bus zu kommen. Ja, so abwegig war das Beispiel, insofern vielleicht nicht. Und in der Tat, um auf die Frage schon eine Teilantwort zu geben, sind schon erfolgversprechende Ansätze da, etwa in der IEC mit der Etablierung von Systemkomitees, die dann doch eher einen holistischeren Blick auf eine bestimmte Domäne erstmal werfen und natürlich dann auch feststellen, dass es an den Domänen Grenzen, etwa zwischen einer Smart Factory und einem Niederspannungs- oder Mittelspannungsverteilnetz sehr wohl sinnvolle Use Cases geben kann, um hier bedeutungsvolle, semantisch abgesicherte Informationen auszutauschen, etwa im Demand-Response-Management für solche energieintensiven digitalisierten Fertigungsstätten. Und genau da setzen eben auch bei der IEC die ersten Projekte an, die diesen mehr holistischen Gedanken, den gewerke- und domänenübergreifenden Ansatz verfolgen. Und diesen Gedanken, den holistischen Gedanken, Systemarchitekturen zum Beispiel zu entwickeln, den Aspekt sehen Sie in der Normung, in der Standardisierung, im Open-Source-Bereich? Was wir in der Praxis beobachten, ist, dass die Vollkonsensorganisationen, dazu zähle ich jetzt auch die gemeinsame Tochter von ISO und IEC, den JTC One, sehr gut unterwegs sind im Bereich, einfach erstmal konzeptionelle Framework-Standards zu erarbeiten, in denen man sich mal prinzipiell über Architekturfragen verständigt, dieselbigen auch mit einer bedeutungsvollen Terminologie belegt etwa, so dass es einfach mal eine Grundlage geschaffen wird für ein gemeinsames Verständnis zwischen den unterschiedlichen Experten aus verschiedenen Domänen. Und diese Publikationen, die werden selbstverständlich mehr so eher einen Guidance-Charakter haben, das sind wie so wie kleine Lehrbücher, als solche verwenden wir die auch, etwa das Architekturmodell RAMI 4.0 oder das Internet of Things Reference Framework des JTC One Subkomitee 41, die sind für sowas gut zu gebrauchen, dass man sich mal grundsätzlich darauf verständigen kann, na gut, wie betrachten wir denn jetzt nun wirklich die Grenzen eines Systems und die Definition der Gateways zu anderen Systemen, wenn es dann aber, und das ist eben die Abgrenzung jetzt, da kommen Sie jetzt über den Hubbel von links nach rechts auf der Folie, die ich gezeigt habe, wirklich um das konkrete Codieren geht, um das konkrete Umsetzen in lauffähigen Code, dann werden Sie wesentlich stärker in die Foren- und Konsortienstrukturen eintreten müssen und auch völlig andere Disseminations- und Publikationsformen wählen. Gut. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, auch wenn wir 3 Stunden insgesamt haben, würde ich diesen Themenbereich Foren, Konsortien, Open Standardisierung gerne abschließen, aber natürlich Herrn Friedrich auch noch zu Wort kommen lassen dazu. Ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. Ich stimme völlig zu, aber es gibt noch eine Zwischenwelt. Ja, es ist nicht schwarz-weiß, ich bleibe dabei, ich habe es vorhin schon mehrfach gesagt. OASIS, W3C, ECMA sind alle Pass-Submitter zu ISO IEC JTC One. Das heißt, dass Standards, die dort gemacht werden, in OASIS MQTT zum Beispiel, ja, haben wir entschieden, irgendwann in dem Gremium haben wir entschieden, das macht Sinn, das zu einem internationalen Standard auf ISO-Ebene zu machen und haben ihn per PAS, Public Available Specification, in den Prozess eingekippt in die Vollkonsensnormung bei ISO. Er ist heute ein ISO-Standard. Das Gleiche gilt für JavaScript bei ECMA, das Gleiche gilt für Web Accessibility ist nochmal anders. Web Accessibility, gemacht bei W3C, ist aber relevant für die Regulierung in Europa, ja, Web Accessibility Directive, und man hat ihn als Grundlage genommen mit Normative Referencing in eine entsprechende EN integriert, die relevant ist für Europa. Also, es gibt hier viele Mechanismen, wo man
angefangen hat, basierend auf der technischen Expertise, wie auch immer, in Foren und Konsortien Standards zu entwickeln und ab einem bestimmten Punkt sagt, okay, das wäre sinnvoll, die auch in die entweder europäische, ja, ETSI, CENT-CENELEC haben auch entsprechende PAS, Fast-Track-Prozesse oder in die internationale Normung zu geben, um ihnen dort für den weltweiten Handel unter WTO, TBT etc. einen anderen Status zu geben. Und das passiert mannigfach. Ja. Während wir hier sitzen, tagt das JTC One Plenary in den USA diese Woche, wo es PaaS-Mentoren gibt für die einzelnen Foren, Konsortien, die eng zusammenarbeiten und das passiert. Ne? Also es ist wieder kein Schwarz-Weiß. Wir haben eine Welt, die kooperativ aufgebaut ist und die sehr gut funktioniert in vielen Teilen. Einverstanden. Ja? Kein Widerspruch. Ich möchte vielleicht jetzt doch ein bisschen Pfeffer reingießen in die Diskussion. Und ich glaube, dass, obwohl ich ja auch ein großer Befürworter von den neuen Technologien bin, es gibt ein ganz großer Unterschied, wo ich glaube, wo Open Source, die Standardisierung und die normale Normung sich unterscheiden. Und das ist der Validierungsprozess. Wie Sie so schön beschrieben haben, Herr Reigel, die Leute entwickeln das, ist online, die laden das runter. Ich habe mal gegoogelt bei GitHub, da gab es ein ganz tolles Thema, nennt sich Betaflight, da konnte man das Trimming von Flugzeugen herunterladen. Auch keine schlechte Idee. Vermutlich hat Boeing davon gebraucht. Genau. Also, das mag vielleicht super Source Code sein, aber die Kunst natürlich in diesem Source Code steckt, dass dieser in der Anwendung korrekt validiert wird. Mhm. Und ich glaube, der Normungsansatz, den ich sag mal, immer, wir auch sehr, sehr stark hier verfolgen und auch in den klassischen Gremien der DKE ist, das, was dort eingebracht worden ist, das ist technisches Wissen, was oftmals schon in den Unternehmen validiert worden ist. Und das in dieser Norm gefasst, was dann verwendet werden kann, bietet dem Nutzer dann einen ganz, ganz großen Vorteil. Und das ist ja auch einer der großen Gründe, warum ja diese Normen dann irgendwann harmonisiert worden sind und auch von der Europäischen Kommission dann so verwendet werden, wo dann letzten Endes wir das komplette System des NLFs geboren haben. Und ich glaube, das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Natürlich werden beide Welten immer mehr miteinander verschmelzen und auch verschmelzen müssen. Aber dieser Validierungsprozess, der dahinter steckt, und jeder, der, ich sage mal, Software entwickelt hat und auch sicherheitsgerichtete Software, der weiß, die Zeit steckt nicht in der Entwicklung des Codes. Die Zeit steckt in der Validierung, dass dieser Code für alle Anwendungsfälle sicher anwendbar ist. Und ich glaube, da haben wir von der klassischen Normung her einen sehr guten Ansatz. Dauert natürlich lange, da stimmt. Aber natürlich, wenn da die Norm draußen ist, ist eine sehr, sehr hohe, ich sag mal, Verlässlichkeit gegeben. Ich weiß, wir müssen uns in der Zukunft da annähern und müssen auch neue Prozesse andecken. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, dieser Validierungsprozess ist wirklich noch dieses Unterscheidungsmerkmal. Das geht ja auch gut wieder, was wir in dem ersten Teil diskutiert haben. Sobald es um Schutzziele geht, sollte die Normung da durchaus eine Rolle spielen. Ich würde hier tatsächlich einen Cut ziehen mit Blick auf die Uhr, weil wir tatsächlich noch einiges zu diskutieren haben. Würde den Vorhang öffnen zur internationalen Bühne und die Diskussion anregen über den Stand der deutschen Normung im internationalen Gefüge bzw. im internationalen Wettbewerb. Seit den 1990er Jahren, grob, holen viele Volkswirtschaften auf. Damals und auch heute hat man noch über Emerging Markets gesprochen, die aber durchaus heute mehr Leading als Emerging sind. Wenn man sich die 10 größten Volkswirtschaften der Welt nach BIP anschaut, befinden sich China, Japan, Indien und Brasilien darunter. Deutschland auf Platz 4, USA noch auf Platz 1. Und diese Länder und vorneweg natürlich China, das können wir hier, glaube ich, ganz offen auch ansprechen, verfolgen Strategien, um globale Normen und Standards zu setzen. Und sie engagieren sich mit vielen Ressourcen bei den internationalen Normungsorganisationen, vorneweg IEC, ISO, und will China als mittelfristige Strategie einen Großteil der Ämter auch bei den internationalen Normungsorganisationen besetzen. Und selbst nationale chinesische Standards werden auch immer mehr zum Standard, nachdem sich auch eine deutsche Industrie richten
will bzw. muss, einfach weil sie den Markt bedienen will bzw. muss. Dazu und zu anderen Aspekten der Normungspolitik auf der internationalen Weltbühne wird nun Herr Zielke einen Aufschlag machen und uns gemeinsam eine Diskussionsbasis schaffen. Bitte schön, Herr Zielke. Ja, ich habe ja jetzt die Aufgabe, als letzter Vortragender Sie irgendwie wach zu halten. Ich könnte Ihnen natürlich ein paar Anekdoten aus Berlin erzählen, aber wir haben ja kein Königshaus. Das heißt, es wäre vielleicht auch langweilig. Und wir sind einerseits, Gott sei Dank, mit der Normung jetzt nicht unbedingt im Zentrum des politischen Geschehens, aber mit anderen Aspekten. Und es sind eben die Digitalisierung, deswegen auch in der Digitalabteilung angesiedelt, sodass wir im Grunde genommen schon irgendwie doch wieder im Zentrum des Geschehens sind. Und das freut mich auch sehr, weil eben alles doch irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ich wollte tatsächlich auch noch mal zum Ausdruck bringen, wie beeindruckt ich bin, dass der VDI so alt ist und Sie alle so alt sind, also Ihre Organisationen natürlich, nicht Sie selbst. Das BMW ist gerade mal 100 Jahre alt geworden, letzte Woche als Reichsamt für Wirtschaft gegründet. 1918, 19, also es kommt ja immer darauf an, wie man zählt, das ist auch eine Frage der Normung vielleicht. Und seitdem hat sich natürlich sehr viel getan, auch die Aufgaben haben sich verändert. Eine Aufgabe ist geblieben, die Förderung, die Wirtschaftsförderung und natürlich auch die Aufgabe, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht irgendwie gerade zu halten, unsere Wirtschaftsstruktur zu folgen, also die mittelständisch geprägt ist und natürlich international. Und das ist etwas, wo ich Sie jetzt gerade noch schnell hinführen möchte, bevor wir dann über dieses Thema weiter diskutieren, denn weil auch die Normung ist ja international. Das heißt, wir fangen dann doch mal an und ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, das hier tun zu können. Mit der nationalen Perspektive, die internationale folgt dann darauf, was kann und soll der Staat beitragen? Wichtige Frage, die uns im Grunde also bewegt, seit das Amt existiert. Zu dieser Zeit war ja auch schon die Gewerbeordnung in Kraft und viele Gesetze, nach denen wir uns heute immer noch richten. Und was sind dann auch Megatrends? Denn diese Megatrends sind vielleicht das, was Sie in der Normung und auch uns in der Politik hier verbindet. Wir müssen ja im Grunde zunehmend antizipieren, was in der Zukunft kommt. Die Zukunft ist auch gleichzeitig die Gegenwart. Und das bedeutet eben für dieses Thema Förderung auch, dass wir da irgendwie das so ausrichten müssen, dass jeder was davon hat und dass der Staat sich nicht trotzdem so einmischt. Denn was man davon hat, sieht man an einigen schlechten Beispielen in der Geschichte und auch heutzutage. Insofern ist es ein Austarieren. Was sind da im Grunde die Größenordnungen? Wir gehen natürlich erstmal von unserer nationalen Größenordnung aus, das heißt Umsetzung des Normungsvertrages. Das ist eine Vereinbarung zwischen dem DIN und der Bundesrepublik, schon ziemlich alt, von 1975. Und die besagt, dass halt das DIN die nationale deutsche Normungsorganisation ist. Hat aber jetzt nicht in dem Sinne den Ausschließlichkeitscharakter, dass wir nur mit dem DIN sprechen oder mit der DKE im DIN sozusagen, sondern das heißt im Grunde nur, dass auf internationaler Ebene das nationale Delegationsprinzip vertreten wird und dass das DIN und die Organisationen, die sozusagen als Affiliates da sind, auf internationaler Ebene deutsche Normungspolitik vertreten. Ich komme gleich im Konkreten noch mal dazu, was das eigentlich halt heißt. Dann die Studie Normung 2030, das sind eben so Studien, die man macht, wo geht's hin. Wir haben da zum Beispiel herausgefunden, vor 2 Jahren angefangen, letztes Jahr, dass die kleinen und mittleren Unternehmen nach deren Auffassung jedenfalls stärker unterstützt werden sollen, bei der Regelsetzung teilzunehmen, bei der Normung teilzunehmen. Wir wollen das auch adressieren und natürlich die deutsche Normungsstrategie, die vom DIN, aber auch für den Bund und mit dem Bund entwickelt worden ist, die im Grunde so den Rahmen gibt. Und danach heißt es halt, der Bund gibt den Rahmen, die Wirtschaft gibt die Standards, der Bund fördert, aber die Normung bleibt unabhängig. Das sind im Grunde genommen die Größenordnung. Wir wollen das auch beispielhaft in der Anwendung klar machen. Also es gibt natürlich die Regulierung, das sind dann die sicherheitsrelevanten Themen, wir haben es gerade schon gehört, Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, dann alles, was mit der Datensicherheit und Infrastruktursicherheit zu tun aber es hat. Und es gibt aber auch die Vorgaben, die aus Regierungsprogrammen halt kommen. Und das sind eben in halt heutzutage die KI-Strategie der Bundesregierung, dann das ganze Konstrukt der Plattform Industrie 4.0, das natürlich auch ein Programm ist,
Der Koalitionsvertrag, der eben auch sagt, wir sollen mehr in die Internationalisierung stecken, wir sollen mehr in die KMU stecken und die nationale Industriestrategie, ja, die auch, auch wenn sie unter Beschuss geraten ist, aber da steht zum Beispiel drin, dass additive Fertigung als Schlüsselbereich und Zukunftssektor identifiziert ist und wir müssen dann natürlich so ein bisschen runterbrechen, was heißt denn das jetzt für uns? Das heißt, wenn wir jetzt also fördern zum Beispiel, wenn wir auch auf internationale Ebene gehen, wollen wir da mit Themen setzen? Ja, natürlich, selbstverständlich, denn das sind deutsche Unternehmen, die hier führend tätig sind und sie haben ein Interesse daran, ihre Botschaften und ihre technischen Lösungen auch international in den Weltmarkt zu bringen. All diese Programme fordern natürlich Anpassungsbedarf für die Förderstrategie. Und das heißt für uns, wir wollen uns auch mit der Zukunft eben beschäftigen, ist ja auch heute ja das Thema. Standards of the Future, Zukunftsprojekte und Roadmaps gestalten, das sind alles Dinge, die sich in der neueren Zeit ergeben haben. Also das, was an sicheren digitalen Identitäten, entsprechende Studien zusammen mit den DIN zum Thema maschineninterpretierbare Normen, und natürlich auch die Teilnehmerbasis zu vergrößern. Auch das sehen wir als Zukunftsaufgabe von unserer Seite aus. Ich habe es gerade schon angesprochen, weil wir schon glauben, dass diese größere Teilnehmerbasis im Bereich der klassischen Normung, aber auch im Bereich der Konsortialstandards die Legitimität sichert. Und Legitimität heißt natürlich hier auch Akzeptanz durch den Markt. Und für uns heißt das eben genau die Aufgabe zu erfüllen, die wir halt haben, für diesen wirtschaftspolitischen Gleichklang, die Rahmenbedingungen eben zu sorgen. Ja, und dann kommen wir dann doch in den Bereich und sagen, na, unser kleines Deutschland hier, das kann sich alles Mögliche ausdenken, aber wir sind ja doch irgendwo in einem größeren Umfeld eingebunden, gerade als große Handelsnation und das bedeutet global müssen wir denken, wir müssen global denken, können wir auch. Aber da müssen wir im internationalen Bereich natürlich noch mal runterbrechen, was jetzt heißt. Bei der europäischen Seite anfangen. Der New Approach ist vorhin, oder das New Legislative Framework ist gerade gefallen. Also was macht die Kommission eigentlich mit diesem neuen Ansatz? Wie wird er ausgeführt? Wir haben da einige Kritikpunkte. Da ist sicherlich Verbesserungsbedarf, was also die Einflussnahme der Kommission in die europäische Normung angeht. Und wir haben eigentlich vor, dass zum Thema zu machen, wenn Deutschland 2020 die EU-Präsidentschaft hat und sich bis dahin keine wirklichen Verbesserungen ergeben haben, wollen wir zumindest mal den Diskussionsprozess etwas anstoßen und vielleicht dann auch zu Konsequenzen kommen. Weiterer Bereich hier im internationalen Bereich ist die Zusammenarbeit auch mit einzelnen Mitgliedstaaten. Wir haben ja, wie Sie vielleicht wissen, Formate zusammen mit den Briten und den Franzosen, aber auch mit den Österreichern und Schweizern, aber auch Einzelbeispiele wie die KI-Initiative zusammen mit Frankreich. Das sind sozusagen innerhalb des europäischen Rahmens bilaterale Zusammenarbeit. Das Thema Konsequenzen aus dem Brexit spielt da natürlich eine Rolle. Und im Rahmen der EU auch nochmal das Thema der Transparenz der Arbeitsprogramme. Was bedeutet das eigentlich? Wie werden denn die Normen überhaupt identifiziert? Die Normungsaufträge, die zu CEN und CENELEC gehen sollen. Jetzt sitzen wir auch im Normungsausschuss der EU federführend für die Bundesregierung und stimmen das dann immer ab mit den anderen Ressorts. Und da kommt natürlich schon einiges zusammen, was wir da anzumerken haben. Und es ist eine unserer Aufgaben, diese europäische Normung auch ein wenig zu leiten und nach Möglichkeit auch Einfluss zu nehmen. Auf der globalen Ebene wiederhole ich mich jetzt fast zu dem, was jetzt hier schon vielfach angeklungen ist. Wie ist das Verhältnis zwischen ISO und IEC, den Konsortien? Open Source ist das eine Motto, was wir ja gehört haben. Open-minded, open for change. Muss natürlich dann hinterher die Frage gestellt werden, wie open for change sind die Organisationen denn auch tatsächlich? Also wir hatten jetzt bei der IEC-Tagung im letzten Jahr sowas wie ein Regulator-Forum, wo auch die staatlichen Institutionen mal mitdiskutieren konnten und ihre Sichtweise darstellen konnten. Und ja, das hätten wir uns natürlich auch gewünscht, dass das irgendwie weitergeht, dass man quasi hier auch in einen Dialog kommt. Denn mit uns ist das alles kein Problem, aber es gibt Länder auf der Welt, da sollten sie sehr dringend einen Dialog führen, nämlich mit denen, wo die Normung sehr staatlich beeinflusst ist und wo der Regulator viel größeren Einfluss nimmt als bei uns. Und da ist eigentlich die Zielgruppe, mit der wir uns unterhalten sollten. Was wir auch tun, denn wir haben ja auch noch bilaterale Projekte. Zu einem fahren wir nächste Woche hin.
mit den Kollegen von DIN und DKE und auch vielen Unternehmensvertretern, auch einige hier, die mit oben auf dem Panel sitzen, werden dabei sein. Also unsere deutsch-chinesische Normungskommission, die Zusammenarbeit mit Indien, der US-German Standards Roundtable, dann die Projekte mit Mexiko, Brasilien und mit der Eurasischen Wirtschaftsunion und vielleicht auch bald noch einige andere. Das sind also die Formate, wo wir im Grunde genommen sagen, wir wollen schauen, dass wir hier auch sowas haben wie eine Influencer-Tätigkeit. Ja, wir wollen also haben, dass wir uns mit der starken Position, die die deutsche Normung hat in der Welt, auch weiterhin positionieren. Dass wir weiterhin unsere Philosophie davon, wie die Dinge abzulaufen haben oder am besten ablaufen sollten, zur Diskussion stellen und nach Möglichkeit auch als Wettbewerbsfaktor weiter einbringen und bewahren. Bewahren hat mit Zukunft durchaus was zu tun. Es ist eben halt ein evolutionärer Prozess und der muss politisch geführt werden. Und wir sind auch bereit, diesen politisch weiterzuführen. Das, glaube ich, kann man sagen. So, der dritte Teil, den ich jetzt noch eben halt ansprechen wollte, ist halt diese Megatrends-Geschichte. Und da, glaube ich, liegen wirklich die Zukunftsthemen auch für die klassische Normung. Denn die ist ja doch inzwischen eben in Echtzeit angefordert. Das heißt aber auch, man kann im Grunde genommen wie ein Zukunftsinstitut, Herr Teigl hat es heute Morgen, glaube ich, gesagt, diese Megatrends erspüren, aufnehmen, übersetzen und natürlich auch die Schlussfolgerungen jetzt schon ziehen und damit auch schon Taktgeber werden und im Grunde vielleicht auch Berater werden für die Wirtschaft, die ja doch manchmal in einigen Bereichen wie eine große amorphe Masse, wie eine Crowd eben agiert und dann manchmal vielleicht auch diese Beratung halt braucht. Und das gilt selbst für große Unternehmen, die für sich genommen die geeignete Schwere haben, aber dann wieder in einem sehr starken Wettbewerbsverhältnis stehen und eben deswegen viele Dinge behalten müssen oder sich nicht einbringen können oder wollen. Und das sind eben solche Themen wie Competition for Talent im Bereich HR, also künstliche Intelligenz bei der Suche von Personal. Das Thema Predictive Maintenance wurde identifiziert von 39% einer Bitkom-Umfrage, übrigens zur Hannover-Messe, zur Industrie 4.0 unter 550 Unternehmen, wurde das als eines der wichtigsten Themen überhaupt angesehen. Und auch, wir haben es heute Morgen, glaube ich, auch schon mal gehört, also die KI-Unterstützung bei Gesprächstranskriptionen, das ist halt für ein Land wie Deutschland, das eben auf Deutsch kommuniziert, aber auf Englisch agieren muss, eine sehr wichtige Sache eigentlich, also die vollautomatisierte und künstlich intelligenz-supportete Übersetzungstools. Auch hier sind sicherlich Ansatzpunkte. Und ja, das kann man eigentlich dann noch ausdehnen. Achso, einen Punkt wollte ich noch machen hier, bevor ich zu diesem letzten hier komme, das Aufspüren von Regulierungstendenzen. Ja, also das sind ja Dinge, die jetzt nicht aus der Verwaltung kommen. Wir sind ja die Verwaltung, wir sind die Bundesregierung, aber der Gesetzgeber sind wir nicht. Wir werden ja in vielen Fällen gefragt und dann werden die Gesetze vielleicht bei uns geschrieben, anders als in Amerika übrigens, wo die wirklich im Parlament geschrieben werden. Und diese Regulierungstendenzen, sagen 400 US-CEOs laut Forbes, haben zugenommen. 79% aus dieser Befragung sagen das. Sie stellen eine erhöhte Regulierungsdichte fest. Das bedeutet größere Compliance-Aufwendungen, mehr Monitoring. Und das heißt aus meiner Sicht, dass auch die Normung, ja sogar auch die Konsortien und die Open-Source-Community stärker in Kontakt mit den Parlamenten treten muss. Kurz gesagt, aus meiner Sicht mehr und bessere Lobbyarbeit machen muss, um diese Rolle des Ersetzens von Regulierung und von Gesetzen auch stärker herauszustellen. Deswegen ist es gut, dass Sie zur Enquete-Kommission gegangen sind und Enquete-Kommission Ethik in der künstlichen Intelligenz, um auch dort die Sichtweisen klarzumachen und auch da das abzuräumen, dass es immer heißt, ja, das sind die Normen, die also dann nachher die Leute behindern. Nein, man muss das richtig ins Verhältnis setzen und sagen, manchmal ist es auch der Gesetzgeber, der in seiner weisen Unvollkommenheit eben natürlich auch dieser Beratung eben bedarf. Und da kann man natürlich antizipiert auch sagen, was sind die Themen, was sind die Megatrends, wo ist Regulierung zu schnuppern und zu riechen und wo müssen wir da vielleicht schon vorher sagen, das können wir auch anders machen. Ja, das geht auch ohne Regulierung. Ich nehme mal Sicherheitsbereiche
raus. Wir hatten heute Morgen bei den großen Themen der industriellen Revolution noch die Nukleartechnologie vergessen, die auch bedeutende Auswirkungen gehabt hat auf unsere Wirtschaft. Aber das ist jetzt sozusagen noch der letzte Diskurs dazu, neben der Sharing Economy, die ich hier auch noch nennen wollte, die inzwischen in den USA 26 Milliarden Dollar Volumen halt ausmacht, dem Thema der Produktgröße, dieses Los 1, designen Sie Ihr eigenes Produkt, wir machen es dann. Auch das bedarf natürlich gewisser Sicherheitsanforderungen. Es ist auch notwendig, dass man da natürlich Kundenschutz halt hat, Verbraucherschutz halt hat, und das sind alles Anwendungsfälle letztlich für die Normung. So, was machen wir hier noch? Also das sind zum guten Schluss von unserem Programm Vipano so ein paar Beispiele, wo wir also auch Normung fördern. Wir fördern die eben halt, indem wir Übersetzungen fördern, aber auch die Teilnahme an internationalen Gremien, aber auch Forschungsergebnisse aus Universitäten, die eben in Patente oder auch in Normung münden können und Normungsvorhaben sein können. Und das ist hier zum Beispiel ein solcher Fall, wo das dann nachher zu einer DIN-Norm auch gekommen ist. Und das hier ist ein weiterer Fall, wo man dann eben halt jetzt im ganz klassischen Bereich gesagt hat, da ist was übersetzt worden aus F&E in die wirkliche Anwendung herein, in die Normung hinein. Und wir wollen uns in Zukunft, das können wir gerne diskutieren, natürlich auch da weiter betätigen. Und wir wollen da auch unsere Förderrichtlinien so weit anpassen, dass wir das den neuen Anforderungen, die gegeben sind, dass wir uns denen stellen können und dass wir mit Ihnen zusammen eben wirklich dann auch das Richtige tun. Und dazu brauchen wir auch ein bisschen Ihre Hilfe. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Zielke. Herr Zielke, eine Frage hätte ich sofort an Sie. Als Bundesministerin für Wirtschaft und Energie ist ja die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie Ihr Anliegen. Welche Rolle spielt die Normung, wenn es um eine internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie geht? Ja, also es ist ja so, dass in der Handelspolitik die Normung bzw. das, was die Anforderungen sind an Zertifizierung, Akkreditierung und eben dann die zugrunde liegende technischen Regeln laufen eben unter der Überschrift technische Handelshemmnisse. Und das ist ja bekannt, Sie können halt nicht technische Handelshemmnisse haben, also Zölle zum Beispiel oder schlichtweg Importregelungen, Quoten und so weiter, aber Sie können eben auch technische Handelshemmnisse haben. Das heißt, Sie haben eben in einigen Ländern, bekannten Ländern, Regulierungen durch Normung, sage ich jetzt mal, die letztlich prohibitiv sein können, die Kosten verursachen. Und wenn das Ihnen nicht hilft, dann können Sie die Zertifizierung so herauszögern, dass Ihnen die Produkte kaputt gehen oder veralten, noch bevor Sie durch den Zoll sind. Die Prüfverfahren zum Beispiel, die können Sie auch so strukturieren, dass Sie also da nicht richtig weiterkommen und immer mehr Hürden auftürmen. Das ist sozusagen in diesem Kontext, ist das für uns äußerst wichtig. Und es ist deswegen eben wichtig, dass wir diese Internationalität betonen und dass wir auf all diesen Ebenen dafür sorgen, dass es eben möglichst wenig solcher technischen Handelshemmnisse gibt. Und zwar in bilateralen Gesprächen, aber auch in den internationalen Gremien. Deswegen ist es eben auch ein Stück weit schade, dass wir jetzt hier nicht zu einem TTIP gekommen sind. Wir hätten vielleicht diese Situation, wie sie heute ist, nicht unbedingt, wenn vorher was Entsprechendes abgeschlossen wird. Man weiß es nicht genau, es ist immer schwer zu sagen. Aber jedenfalls, das ist die Grundphilosophie, diese technischen Handelshemmnisse, die eben durch Normen errichtet werden können, auch nach Möglichkeit gar nicht erst aufkommen zu lassen, ist ein wichtiger Punkt. Der andere ist vielleicht noch, dass eben die deutsche Normung eben im internationalen Bereich halt extrem gut aufgestellt ist. Und manche sagen, das sind ja hier unter uns, ein Verhältnis zur Größe der Volkswirtschaft sogar unangemessenen Teil der Normung mit beeinflusst, dass bewerte ich nicht, aber es ist zumindest mal ein Asset, würde ich sagen. Und da ist natürlich der andere wichtige Punkt, dass man also hier, ich hatte es ja auch gesagt, dass man hier schauen muss, wie man dieses Asset auch vernünftig verwendet und einsetzt. Und ich glaube, ich traue allen hier und anderen Verantwortungsträgern zu, dass sie das auch tun, also das partnerschaftlich zu tun und im Sinne von einem freien Welthandel und weiterhin offener Märkte. Mhm.
Sie haben die Rolle Deutschlands in der internationalen Normung angesprochen. Wenn man sich die Postenaufteilung bei IEC anschaut, dann ist die DKE tatsächlich ganz gut aufgestellt. Ich habe es noch mal nachgeschaut. Die deutsche Expert-Community über DKE stellt beispielsweise 51 Chair-Posten bei IEC, 17 bei Zenelec, 36 Sekretariate bei IEC, 23 bei Zenelec und noch mehr Convener-Posten. Kevin, ist das DKE-Strategie, da einfach Räume zu besetzen, TCs zu besetzen, oder ist es einfach eine so engagierte Experten-Community, dass man sie kaum davor bremsen kann, solche Posten zu übernehmen? Also natürlich, wir in der DKE fördern das natürlich. Letzten Endes ist aber das Interesse der deutschen Wirtschaft an der internationalen Normung, die letzten Endes dazu resultiert, wirklich sich in diesen, und ich möchte da auch mal betonen, es sind ja wirklich nicht nur die Vorsitzenden und die Sekretariate, sondern die, ich sage mal, Convener in den Arbeitsgruppen, ne? Also die Leute, die sich bereit erklären, wirklich die, ich sage mal, knochenharte Jobs in den internationalen Arbeitsgruppen zu übernehmen, dort diese Arbeitsgruppe zu einem erfolgreichen Ergebnis zu führen. Das hat uns, und das ist so das Feedback, was ich immer aus anderen Ländern bekomme, eine wahnsinnig hohe Reputation, also in der Normungs-Community. Also es ist wirklich so, dank Ihnen auch, dass wir, ich sag mal, nicht nur den technischen Input, sondern auch diesen Vermittlungsinput, also mit dem zielgerichtet hier einen Konsens zu erreichen, haben wir ein ganz, ganz großes Ansehen in der Welt. Und das hoffen wir, dass auch in den Zukunft das mit neuen digitalen Themen begleiten können. Aber ich sag mal, das ist letzten Endes dank der Community und nicht der DKE. Wir versuchen nur eine gute Basis zu schaffen und die Leute, die international tätig sind, so optimal zu betreuen, dass sie sich in diesem Umfeld IEC und vor allem in dem Normungsdschungel auch der Regeln gut zurechtfinden. Und letzten Endes sind wir natürlich sehr, sehr stolz darauf, dass wir so eine hohe, starke Beteiligung sowohl bei IEC, aber auch über DIN bei ISO letzten Endes festhalten können. Kann man denn vielleicht auch andere Tendenzen erkennen? Also ich kann aus eigener Erfahrung berichten, das letzte General Meeting letztes Jahr, da sitzt man in Normungsgremien und da ist man als Europäer relativ allein am Tisch. Also es gibt TCs, die offensichtlich eine deutliche Dominanz anderer Länder, vor allem asiatischer Länder, aufweisen. Da sitzen 10, 20 chinesische Kollegen, dazu kommen nochmal Koreaner, Japaner und man sitzt da vielleicht zu fünft aus Europa. Ist das eine Beobachtung, die du teilen würdest? Ja, also man sieht das schon, gerade in neuen Technologien, sieht man das sehr stark, natürlich die Asiaten, also vor allen Dingen in den letzten Jahren, also alle reden von China, aber gerade die Koreaner, wahnsinnig stark geworden in den Komitees. Man sieht natürlich, ich sage mal, bestimmte Technologien, die aus Deutschland gekommen sind. Ich will jetzt nur Audio Multimedia, ne? Also Fernsehtechnik gab es ja jetzt auch wieder in Nachricht über einen Mittelständler, der gewisse, und wir haben ja auch noch Mittelständler in diesem Bereich, ich sage mal, Beispiel Teufel, Sennheiser, ich sage mal, die Fritzbox-Hersteller, dass wir hier technologisch, ich sag mal, Impulse geben in diese Richtung. Aber, ich sag mal, was die Normen und Standardsetzung betrifft, natürlich sehr, sehr stark mittlerweile asiatisch dominierend ist. Also das lässt sich schon beobachten. Gibt es eine Möglichkeit der Politik darauf zu reagieren, Herr Zielke? Gibt es da Möglichkeiten, vielleicht, wir haben auch über KMUs geredet. Man hört auch hin und wieder natürlich, dass das Reisen nach Korea, USA, das ist auch ein Kostenfaktor für viele kleine Unternehmen, die sich gerne beteiligen würden in der internationalen Normungsarbeit. Gibt es da Wege, wie man das politisch vielleicht lösen könnte? Ja, wir sind jetzt, ich meine, das Problem ist durchaus erkannt und wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eigentlich schon für dieses Jahr einen Etat zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben, um genau das zu tun. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass der skalierbar wäre, wenn wir das angehen. Wir sind gerade dabei, beide Programme, die
in unserem Bereich laufen, zu evaluieren und natürlich das auch im Hinblick darauf zu tun, dass wie kann man mehr Teilnehmer unterstützen, an solchen Gremien teilzunehmen und ihnen zumindest finanziell, was also die eigentlichen Logistikkosten angeht, die Personalkosten werden wir nicht, glaube ich, übernehmen können, aber was man da tun kann, ist vielleicht Unterstützung zu geben. Und da versuchen wir jetzt gerade sozusagen handhabbare Regeln aufzustellen, denn es ist ja bei uns nicht so, dass wir da eine Kassette aufmachen und dann da was rausholen können. Diese Zeiten, die sind lange vorbei. Und das war, als hier in diesen Schlössern noch Leute wohnten, die hier regiert haben. Und da müssen wir natürlich dann auch gewisse Regeln des Bundeshaushaltsrechts berücksichtigen. Und da geht es jetzt im Moment darum, das also so zurechtzubringen, dass wir die Förderrichtlinie anpassen können. Also das ist durchaus möglich und da sind wir auch im Gespräch und müssen jetzt eben einfach nur auch mit Ihnen vielleicht zusammen schauen, was macht Sinn. Und was wird nachher auch angenommen? Also es ist nicht alles mit Fördermaßnahmen lösbar, das ist weitgehend bekannt. Es muss auch Sinn machen und es muss für die Leute auch nachher einen echten Mehrwert bieten. Was den anderen Punkt, den ich jetzt so mit verstanden habe, ist, was können wir machen, um diese starke Stellung eben weiter aufrechtzuerhalten? Also das ist ja kein neues Problem, was nur auf die Normung beschränkt ist, dass man also sagt, da sind also einige Europäer oder auch speziell Deutsche, die also in den entsprechenden Gremien so viel Einfluss haben. Das gibt es bei der Weltbank auch, dieses Thema. Da geht es mehr darum, dass die Europäer da mehrere Sitze halten, aber gleichzeitig wiederum als Nationen auftreten oder auch als Europa. Da wird dasselbe geltend gemacht von den anderen Weltbankmitgliedern. Ja, da muss man natürlich an der einen oder anderen Stelle mal konziliant sein oder vielleicht auch einen Deal machen. Aber im Großen und Ganzen wollen wir natürlich, glaube ich, schon, dass wir diese starke Stellung so lange wie möglich aufrechterhalten können. Es gibt keinen Grund, davon abzuweichen. Also das möchte ich auch noch mal bestätigen. Wir im VD haben selber ein CEN und ein ISO-Sekretariat. Und es ist echt wichtig, dass man dieses Sekretariat alleine hat, weil das ist schon echt ein strategischer Vorteil. Und ich möchte einmal kurz ein paar Jahre zurückdenken. Da gab es ein Sekretariat, das wurde von Dänemark gehalten. Und dann hieß es, die dortige Regierung hatte das, glaube ich, finanziert. Wir können das nicht mehr tun. So, die Quintessenz war, wenn das aus Dänemark weggeht, dann wird es nach China gehen. Dann war auf einmal die deutsche Industrie auf der Kette so nach dem Motto, das müssen wir in Europa halten. Wie kriegen wir das hin? Und ich weiß nicht, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber das sind da manchmal Dinge, wo man, glaube ich, kurzfristig reagieren muss. Und wenn es die dänische Regierung nicht kann, vielleicht Herr Zielke, muss man dann irgendwas anderes tun, damit es nicht tatsächlich nach Asien geht. Also, ich kann Ihnen sagen, Herr Westerkamp, wie es ausgegangen ist. Ach so, Sie kennen den Fall, ja? Ja. Okay. Und? Das Sekretariat wurde nach Deutschland geholt und die Volkswagen-Gruppe sowie ThyssenKrupp und Siemens haben den Sekretariatsservice beim DIN gesponsert. Ja, das geht natürlich immer mal 2-3 Jahre. Irgendwann muss ich das dann wieder durch die ganz normale Mitgliedschaft selber tragen. In dem Fall ging es um die geometrische Produktspezifikation, also ums ISO, ich glaube TC213. Ja. Sehr wichtig für die deutsche Maschinenbauindustrie. Und da war es mal gelungen, die Sache zu retten vor einem Takeover durch das Reich der Mitte. Das gelingt aber keineswegs immer. In vielen Fällen zieht sich durchaus auch die europäische Wirtschaft, Industrie und die nationalen Mitglieder zu ISO und IEC aus den Engagements zurück. Und in dieses Vakuum tritt in der Regel dann die Volksrepublik China ein. Also wir haben, ich jetzt anmerken darf, eben also im Namen des deutschen Steuerzahlers, vielen Dank für das Engagement. Aber es ist auch so, dass wir auch selbst, wenn wir Sekretariate fördern, was wir ja können, das im Grunde nur zeitlich befristet können. Und das ist eigentlich auch, das gehört zu diesen allgemeinen Regeln, aber es ist nicht ganz angemessen, weil sie wollen das ja nicht dann nach 3 Jahren abgeben müssen. Ja? Andererseits gibt es eben dieses Gebot der Kofinanzierung durch die Wirtschaft selbst. Und es muss also jetzt ein Abwägungsmechanismus gefunden werden, der uns das einerseits ermöglicht, die Förderrichtlinie so auszudehnen, dass wir das vielleicht etwas länger und flexibler machen können. Aber es wird niemals für immer sein können, weil das nicht mit dem Haushaltsrecht vereinbar wäre. Also da
kann man vielleicht auch wieder über Ausnahmen nachdenken, dort, wo eben Kraft der Natur der Sache sich keine Unternehmen zusammenfinden, die also vielleicht aus Konkurrenzgründen einfach das nicht machen können und wollen. Aber trotz alledem wird es immer ein zeitlich begrenzter Rahmen. Und wir wollen versuchen, das zumindest so auszudehnen, dass man nicht quasi Knall auf Fall dann da rausgehen muss und gegenüber den Haushältern natürlich auch gehorchen muss. Also im Moment, das muss vielleicht dazu gesagt werden, werden die Förderrichtlinien im BMWI evaluiert. Ich glaube, das soll bis September diesen Jahres gehen. Und da ist auch vorgesehen, durchaus sich an DKE und DIN zu wenden, um tatsächlich die Gremien direkt zu kontaktieren und die Bedarfe eben einzufragen. Der Bitte kommen wir natürlich dann auch gerne nach. Ja, wir machen das natürlich auch in unseren dauernden, immer wieder folgenden Gesprächen, die ja regelmäßig stattfinden und gehen da auf die Weise, bitten darum, dass uns da auch ein bisschen Input gegeben wird. Ja. Ich würde noch mal gerne auf die Partizipationsmöglichkeiten bei internationalen Gremiensitzungen zu sprechen kommen. Jetzt haben wir nicht gerade KMUs hier am Tisch sitzen mit Siemens und IBM, aber vielleicht können Sie eine kurze Einschätzung geben. Inwiefern wird eine Teilnahme an internationalen Komiteesitzungen erschwert, erleichtert? Gibt es vielleicht eine Tendenz, dass Unternehmen eher zurückhaltend sind, weil es natürlich Ressourcen kostet und natürlich auch andere Kosten verursacht? Da wäre ich über eine Einschätzung von Ihnen beiden sehr interessiert. Jochen? Soll ich anfangen? Formale Partizipationsbarrieren sind keine bekannt. Also das bei ISO und IEC ganz regulär über das nationale Delegationsprinzip funktioniert wunderbar. Und wer bei einem Forum, Konsortium mitarbeiten möchte, der erwirbt eine Mitgliedschaft und geht einfach hin und macht. Da kommt es eher auf das unmittelbare, wertschöpfende Mitarbeiten drauf an. Und die Fragen etwa des formalen Delegationsschemas sind da eher im Hintergrund stehend. Also in dieser Weise gibt es keine Barrieren. Übrigens auch nicht bei der Beteiligung an den nationalen Standardisierungsprojekten in der Volksrepublik China. Es wird häufig behauptet, man käme da irgendwie schwer rein oder das sei untransparent oder es gäbe da irgendwie für Nicht-Chinesen Mitwirkungsbarrieren, ist uns nicht bekannt. Also die sind offen und wenn man weiß, wie es geht, kann man da beitreten und mitmachen. Und das ist auch jedem Unternehmen, das aus Deutschland heraus im China-Geschäft tätig ist, nur anzuempfehlen, sich dort zu engagieren in dem Segment, in dem es tätig ist. Das andere Thema betrifft in der Tat den Aufwand und die Kosten. Und ich denke, das kann helfen, wenn man etwa so eine Reisekostenübernahme durch öffentliche Fördermittel oder durch Verbandsmittel zur Verfügung stellt. Gewiss ist es dann für einen Abteilungsleiter in einem Unternehmen leichter, seinem Experten die Mitwirkung in einem Normungskomitee zu gewähren, wenn er schon mal weiß, zumindest muss ich die Reisekosten nach Übersee nicht tragen. Ich denke, das kann fallweise schon wirksam sein, ein solches Instrument einzusetzen, während ich denke, bei diesen ICT-cyber-orientierten Engagements, wo sie wirklich sehr qualifizierte Kybernetiker, Informatiker benötigen, da ist es teilweise schlechterdings ein Fachkräftemangelproblem, dass die größte Barriere für die stärkere Beteiligung deutscher Unternehmen an solchen Projekten behindert. Ja, ich kann mich da nahtlos anschließen. Ich denke auch, erstmal ist es ein Ressourcenproblem. Sie haben eine begrenzte Anzahl von Experten. Sie haben leider oft arbeiten in vielen Komitees und die können nur irgendwo hin und die wollen ja auch noch ihre technische Arbeit machen. Und das ist erstmal ein Problem, ja, dass sie die Leute gar nicht haben, die sie überall hinschicken können. Was solche Dinge wie Kostenübernahmen angeht, ich bin da gespalten. Ja. Ich sehe einerseits natürlich, dass Reisen Kosten verursacht, ja, in jedem Unternehmen, ob groß oder klein, die werden auch in jedem diskutiert. Mhm. Es gibt ja auch von Kommissionsseite jetzt so ein Programm Stand ICT, wo man europäische Experten in internationale Normung schicken möchte und das finanzieren möchte.
Es ist natürlich, man muss aufpassen, da müssen die Kriterien klar sein. Man will ja nicht zum Beispiel einen Consultant, der womöglich im Hintergrund von irgendwem anders finanziert wird, darüber wohin schicken und dann schickt man plötzlich zwei Meinungen dahin. Also ich sehe das wettbewerbsrechtlich, es ist nicht einfach zu machen. Mhm. Ja, ich habe mich schon mal gefragt, sind vielleicht Anreizsysteme einfacher, dass ich sage, ein Unternehmen kann solche Reisen zu internationalen Normungsgremien steuerlich geltend machen oder sowas. Ist das vielleicht ein Weg, den man überlegen sollte? Ich weiß es nicht. Ja, ich denke hier als Laie ins Blaue. Ein anderes Thema, es liegt mir am Herzen, vielleicht bin ich Puritaner. Ich finde, Normungsgremien sollten an Business-Orten tagen. Ja? Also International Sightseeing Organization für ISO ist ein Problem. Wenn Sie ein Meeting in Hawaii oder in Hamilton, Neuseeland haben, ja, wo jemand allein dreimal umsteigen muss mit dem Flieger und 2,5 Tage braucht, bis er überhaupt dahin kommt, ja, dann können die Kosten dort vielleicht noch so günstig sein, verglichen mit einem Meeting in New York City, aber der Aufwand ist dennoch höher, ja, und die Reputation leidet. Ja, für die ganze Standardisierung. Also ich sage ständig meinen Leuten auch, bitte überall plädiert dafür, wenn es um Orte geht, sie sollten businesslike sein. Ja? Und das andere ist erstens Riesenaufwand. Ja? Wie gesagt, sie missbrauchen oft. Und aus Deutschland kommt man in der Regel mit einmal umsteigen an jedes Ziel der Welt, was businesslike ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollte man sie hinterfragen. Ja? Jochens Daumenregel, ja, aber egal. Ja? Da muss man auch aufpassen, glaube ich. Und erst recht, wenn ich KMU bin und weiß, was soll jetzt jemand sonst wohin fliegen in der Welt, ja, und mein Gott, ja, auf den Fidschi-Inseln oder irgend sowas, ja, weil die sich ausgedacht haben, sie nutzen das Standardisierungstreffen auch, um um Werbung für ihren Holiday-Standort zu machen. Passt nicht mehr in die Welt heute. Ja, das Plädoyer nehmen wir gerne mit. Haben wir auch, glaube ich, ganz gut hier heute in Hanau. Der Etsy-Sitz in Frankfurt würde sich sehr gut machen. Ja. Ja. Ich fand aber einen Aspekt ganz, ganz interessant, den Herr Reigel aufgebracht hat. China und nationale chinesische Normung auch. Es gibt ja diesen Spruch, wer die Norm macht, hat den Markt. Ich will mal ganz provokativ fragen, mit Hinblick auf China, müsste der Satz nicht heißen, wer den Markt hat, macht die Norm. Was macht denn ein Konzern wie Siemens, wenn China eigene Standards und Normen aufweist? Sagen Sie dann aber IEC, da steht es anders? Eher nicht. Es wird eher an den Projekten in China selber aktiv mit lokaler Expertenbeteiligung mitgearbeitet. Natürlich schon eher so, dass das Delta zwischen den internationalen Standards, die wir stets favorisieren, und denen, die dort in China entstehen, so klein als möglich wird. Aber ein aktives Engagement in diesen dortigen Strukturen, auch in solchen, die quasi Wettbewerbsstandards zu ISO und IEC für den großen chinesischen Binnenmarkt entwickeln, ist unabdingbar. Mhm. Und deswegen wird es auch gemacht. Also wer den Markt hat, macht die Norm? Natürlich, wenn Sie erstmal einen Binnenmarkt haben, wie den der Volksrepublik China, etwa für Konsumerprodukte oder auch für Infrastrukturerzeugnisse mit hoher Wiederholrate, dann völlig klar, haben Sie natürlich erstmal auch den adressierbaren Markt als ganz langen Hebel für die Durchsetzung auch eigener, vielleicht von ISO und IEC abweichender Normen. Und genau das ist es auch, was passiert. Also ich würde da nur einfach eine Frage noch anschließen. Also ich habe gehört, dass da gerade nationale Standards wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ja, das ist der Fall. Das müsste Sie doch quasi überrennen. Also ja, können Sie da überall mitmachen? Das ist der Fall. Aktuell kann ich Ihnen die Zahlen ziemlich richtig sagen. Ich habe sie mir gestern noch angesehen. Wir haben in diesem Bereich der Social Organization Standards oder Association Standards, die von der chinesischen Regierungen ganz bewusst gefördert werden, einfach auch um die Kräfte des Privatsektors stärker zu entfesseln und sie auf solchen schwächer konsensualen Plattformen sich entfalten zu lassen. Und das sind inzwischen über 8000 bereits erfolgte Veröffentlichungen nationaler chinesischer Spezifikationsstandards, die teils so ein bisschen, ich sag mal,
im Cherry-Picking-Verfahren Copy-and-Paste zusammengeflickt wurden aus IEEE, ESMI, ISO, was ihnen halt gerade aus den jeweiligen Quellen am besten gefallen hat, haben sie zu einem eigenen Patchwork-Standard zusammengeschweißt. Oder auch solche, die bewusst aufgrund bestimmter nationaler Präferenzen einzelner Hersteller oder auch politischer, industriepolitischer Präferenzen entwickelt wurden, zunächst mal auf dem großen Binnenmarkt in Kraft gesetzt werden, um sie dann in einem späteren, weiteren Schritt auf einer internationalen Plattform zu platzieren und sie auf die Weise eben auch international verfügbar zu machen. Herr Zielke, Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, ich wollte da anschließen, einfach weil wir ja auch mit China immer wieder zu tun haben, auch in Bälde wieder. Das ist tatsächlich der Punkt, das sehen wir auch so. Wir werden uns auch in der Tat damit ein Stück weit abfinden müssen. Es war ja schon möglich, bei dem neuen chinesischen Standardisierungsgesetz Kommentare abzugeben. Es ist auch, glaube ich, sind einige Verbesserungen erreicht worden, als bevor das in Kraft gesetzt wurde. Jetzt sehen wir aber in der Tat auch diese Umsetzung und wissen auch noch nicht so genau, wohin das führen soll. Es gibt berechtigte Anliegen dort, Kanalisierungseffekte eintreten zu lassen. Und dann ist die Frage, wie wird das nachher übersetzt? Und diese Intransparenz bei diesen vielen Association-Standards, von denen man nicht so genau weiß, wo sie herkommen, kann man sich daran beteiligen. Und wenn die dann plötzlich in diesen Mandatory-Bereich halt reingehen und zu verpflichtend anwendbare Normen werden sollten. Nun haben wir gewisse Indikatoren dafür, dass das vielleicht gar nicht so gemeint sein könnte. Das ist etwas, was eben gerade der Gegenstand dieser Gespräche ist, dass wir also auch darauf hinweisen, drängen. Und nicht immer sollte man jetzt also nur Böswilligkeit unterstellen, aber man muss natürlich auch mit einem gesunden Misstrauen an die Sache rangehen. Aber ich glaube, dass wir uns sowieso in der Hinsicht auch da auf eine veränderte Normungswelt einstellen müssen, also auf eine Art von vielleicht tripolarer Welt mit einem internationalen Überbau, der eben aus Europa, China und den USA im Wesentlichen besteht. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger ein Faktum. Korrigieren Sie mich, wenn Sie das anders sehen. Und trotzdem natürlich noch die internationalen Strukturen haben und fördern, die vielleicht in Europa noch am stärksten unterstützt werden. Wo das Ganze eben nur dann schwierig ist, wenn in solchen Aktionen wie der Belt-Road-Initiative zum Beispiel dieses Standardsetzen eben auch als Instrument der Entwicklungspolitik eingesetzt wird, als Instrument der Handelspolitik nachher eingesetzt wird und mit Finanzierungsinstrumenten versehen wird und dann eben halt auch zu einem echten Problem der Einflussnahme wird und damit auch sachfremd halt wird und eben nicht mehr dazu dient, eine technische Lösung oder den besten technischen Weg oder den Stand der Technik abzubilden, sondern man möchte eigentlich den besten politischen Weg oder den besten wirtschaftspolitischen Weg. Und das müssen wir natürlich unterbinden und immer wieder adressieren. Mhm. Wunderbar. Ich würde gern den Kollegen dran nehmen. Genau. Hier gibt es eine Frage oder eine Anmerkung. Ich habe viele Fragen. Ich bin sehr beunruhigt über den Verlauf der Diskussion, denn es könnte der Eindruck entstehen, dass alles in Ordnung ist mit unserer Normung und Standardisierung. Ich will Sie nicht verunsichern, aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Digitalisierung, die uns vorgetragen wird als das Heil der Zukunft, ist nicht in unserer Macht. Es sind nur Standards da, die wir nicht beherrschen. Wir haben kein Mikrocode, wir haben kein BIOS, wir haben kein Betriebssystem, wir haben keine Browsing-Funktionen und basteln uns Apps auf der Basis von Toolsets, die wir nicht verstehen. Ich behaupte, wir haben im Kerngebiet der gesellschaftlichen Entwicklung die Souveränität verloren und das liegt daran, dass wir solche Diskussionen wie diese führen und nicht wirklich analysieren, wo die Probleme sind. Wir sind abgehängt. Und das bedeutet, wir können uns entscheiden, ob wir ein Feudalsystem folgen, das aus Amerika kommt und das uns ausbeutet. Wir sind eine Datenkolonie und das führt zu einer Ökonomie der ungerechtfertigten Bereicherung, weil der Leistungsaustausch überhaupt nicht adäquat in Leistungsanteilen ist. Und das bedeutet, wir sind benachteiligt und partizipieren nicht in dem notwendigen Umfang. Die andere Seite ist eben Far East und da wissen wir, das ist ein totalitäres System
Und wir überlegen gerade, ob wir unsere nächste Generation der Netzwerksausstattung Fifth Generation, von dem wir uns unendlich viel versprechen, ob wir das aus China beziehen. Sind wir denn völlig verrückt geworden? Wir müssen Anstrengungen unternehmen, um über die Normen, die wir machen und über den Rechtsrahmen, den wir dazu machen, die Souveränität zurückzugewinnen. Denn die Folge ist, wir verlieren unsere staatliche Souveränität und unsere ökonomische Souveränität. Das ist meine Wahrnehmung. Und ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Digitalisierung mache ich, seit ich auf der Uni bin, also jetzt seit 50 Jahren. Ich bin so alt wie die Republik, jedenfalls wie die Verfassung der Republik. Und ich sorge mich fürchterlich, wie wir hier rumhampeln, um die Digitalisierung und dann auch noch gekünstelte Intelligenz einführen wollen. Dann sind wir enteignet und entmündigt. Wunderbar, danke für die Anmerkung. Gibt es eine kurze Rückmeldung dazu? Also wir sind abgehängt. Ich denke, gesellschaftspolitisch möchte ich es ungern kommentieren, die Fragen etwa der digitalen Souveränität. Das ist wirklich ein großes Rad, das eher im Parlament gedreht werden muss und in den, bei der Bundesregierung. Aber vielleicht eine Bewertung zur Frage, in welcher Weise entsteht Dominanz im Bereich der Normung und Standardisierung? Und darauf gibt es eine eindeutige Antwort. Wer die Technologie hat, wer als Technologieführer global zur Machtprojektion befähigt ist, der wird auch bei der Standardisierung dominieren. Bei den Internetprotokollstandards, Herr Dr. Friedrich hat es erwähnt, Internet Engineering Task Force, wo IPv6 und alles, was damit Security und Routing zusammenhängt, genormt wird, da, wenn Sie Glück haben, wird da mal in so einem Komitee einer von der T-Systems oder von Vodafone mit dabei sein, aber nur als Zuhörer, um zu lernen, was da ausgeheckt wird für die nächste Generation von Produkten, die in den eigenen Netzen eingesetzt wird, weil es schlechterdings eben keinen deutschen oder europäischen Hersteller gibt, der in dieser Liga mitspielt. Wenn Sie heute als deutscher Ausrüster, sagen wir mal, und das passiert oft, im Bereich der Öl- und Gasexplorationsfelder Maschinen und Anlagen liefern, dann werden Sie nicht nach ISO-Normen oder nach ENs liefern, sondern nach American Petroleum Institutes Normen und Standards. Es gibt eine Menge Leute, die nennen das die Texaco-Standards, weil die schlechterdings durch die Prädominanz US-amerikanischer Petrochemieunternehmen global durchgesetzt werden. Und da liefern sie am Ende Zollschrauben mit Linksgewinde, weil es von dem US-EPC überhaupt nicht anders akzeptiert wird. Das ist auch eine gute Überleitung zu dem tatsächlich abschließenden Teil dieser Session. Sie können sicherlich Ihre Fragen im Anschluss an die Session noch den Experten hier vorne stellen. Ich würde aber tatsächlich gerne noch etwas von Ihnen allen wissen. Und zwar haben wir zwei Aussagen vorbereitet, zu denen Sie abstimmen können, ob Sie die Aussage unterstützen oder ob Sie diese Aussage eher ablehnen. Sie sollten sie auch auf dem Schirm sehen. Die erste Aussage lautet, Produkte made in Germany sind weltbekannt und werden auch zukünftig die Bedeutung der deutschen Industrie in der Normung sicherstellen. Wenn Sie dem zustimmen, heben Sie Ihre Hand jetzt. Das sind alle Produkte, die bis hin zu Dienstleistungen möglicherweise. Also wenn Sie dem zustimmen, Handzeichen jetzt. Das ist ein zögerliches, wenn Sie der Aussage nicht zustimmen, dann gerne auch jetzt Ihr Handzeichen. Okay, also eher ein negatives Stimmungsbild. Die zweite Frage und tatsächlich, oder die zweite Aussage, die abschließende Aussage, zukünftig werden andere Länder und Märkte globale Standards setzen. Stimmen Sie dem zu, dann jetzt per Handzeichen? Tendenziell ja. Wenn Sie der Aussage nicht zustimmen, dann jetzt Ihr Handzeichen. Gut, das ist tatsächlich überschaubar. Also Sie glauben, dass tatsächlich zukünftig die Musik auch irgendwo anders spielen kann. Das reflektiert ja auch im Grunde die Diskussion, die wir hier hatten. Aber ich will durchaus mit einem positiven Ende hier rausgehen. Will ganz kurz das Panel mit einem ganz kurzen Statement von jedem befragen. Wie glauben Sie, wie wird die Normung in 10, 20 Jahren in Deutschland aussehen? Bitte ein wirklich kurzes Statement dazu. Kevin, fängst du an. Gut, fange ich an. Digital, zu 90% in Datenbanken
und zu 50% nur noch in Englisch. Offener, agiler und in intensiverer Kollaboration mit anderen neuen starken Akteuren wie den Chinesen. Das wird immer schwerer jetzt, aber ich sage einfach und ich bleibe bei meinem Eingangsstatement, es sind immer noch Menschen, die es tun. Wunderbar. Ja, ich glaube auch digitaler. Wir sehen den Weg weg von Docfiles hin zu anderen Wegen. Mehr Online-Kooperation und auch agiler, schneller und auch mehr direkten Source Code als deskriptive Sprache. Herr Zielke. Ja, das sind die letzten beißen hier die Hunde. Also ich meine im Grunde mit noch mehr Spiegelgremien, also mit noch weniger nationaler Normung und mit Influencern an entscheidender Stelle im internationalen Bereich. Und darum müssen wir arbeiten dran. Gut, dann vielen Dank an das Panel für diesen Diskussionsmarathon über 3 Stunden tatsächlich. Herzlichen Dank Ihnen allen und auch einen herzlichen Dank an Sie, dass Sie an der Session teilgenommen haben.